Hallo, Kinder. Da sind wir wieder. Am 10. Dezember. Habt ihr auch alle schon euer Türchen aufgemacht? Guckt mal. Unseres liegt hier. Ein Engel. Oh. Den darfst du heute ausnahmsweise mal du essen. Du bist immer so lieb zu uns. Boah, Fritz, das muss ich mir ja rot im Kalender anstreichen. Du hast gesagt, ich bin lieb zu euch. Ja, gewöhn dich nicht dran. Aber du, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, was du uns erzählt hast. Wie? Ich habe euch viel erzählt. Was genau denn? Naja, mit dem Nikolaus. Dass du gesagt hast, der sieht ja ganz anders aus als ein Bischof. Und dann weiß ich, das weiß ich ja von den Kindern, manche davon sagen, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Aber was ist denn jetzt ein Weihnachtsmann? Oh ja, das ist eine gute Frage. Also der Weihnachtsmann ist angelehnt an den Nikolaus. Deswegen auch der rote Mantel und der weiße Bart, weil wir gelernt haben, der Nikolaus war auch irgendwann ein alter Mann. Ja, und wo bringt der jetzt die Geschenke hin? Weil zu uns kommt ja das Christkind. Ja, genau, aber zu manchen Kindern kommt halt eben auch der Weihnachtsmann. Meinst du, Weihnachten, da erzählt man sich viele Geschichten, wer denn die Geschenke bringt. Oh, Hauptsache, wir kriegen überhaupt Geschenke. Ja, bestimmt, wenn ihr lieb wart. Wir sind immer lieb. Nur du sagst manchmal lieb wer anders. Es ist doch dein Definitionsproblem statt meins. Ach, ihr habt viel zu viel Zeit mit Fritz verbracht. Hey, was soll das denn heißen? Nur, weil Elchi nicht mehr so schüchtern ist wie letztes Jahr. Ja, das ist ja auch gut. Auf jeden Fall zurück zum Weihnachtsmann. In England zum Beispiel feiert man Weihnachten ganz anders. England und Amerika. Die kriegen ihre Geschenke nämlich erst am 25.12., am Weihnachtsfeiertag, morgens. Was? So spät? Ja, die glauben nämlich, dass der Weihnachtsmann nachts durch den Kamin kommt und die Geschenke bringt. Oh, aufregend! Aber schreiben die dem Weihnachtsmann? Ja, die schreiben dem Weihnachtsmann. Wir haben auch eine Art Wartezeit. Die haben nämlich, da zieht nämlich zum ersten Advent, ein Geschichtenwesen, ein Märchenwesen, ein Elf nennt sich das. Der sieht so aus. Ui, wo hast du den denn her? Den hat mir meine Freundin aus England letztes Jahr geschickt, dass ich tatsächlich auch einen Elfen habe. Und was macht der? Naja, man erzählt sich halt die Geschichte, dass der Elf nachts Blödsinn anstellt. Zum Beispiel Zucker und Salz vertauscht im Schrank oder so. Einfach damit die Zeit bis Weihnachten nicht so langweilig ist. Du brauchst gar keinen Elf. Du hast ja uns. Ja, das stimmt. Deswegen macht der Elf auch keinen Blödsinn, sondern ist einfach ein nettes Andenken an meine Freundin in England. Und wir hier, wir vier, wir warten ja aufs Christkind. Genau. Und vor lauter Warten haben wir ganz vergessen, das Türchen von gestern aufzulösen. Die Lösung war natürlich Jacke oder Mantel. Ja, und jetzt kommt auch schon das Rätsel für heute. Was bin ich? Manchmal bin ich groß, manchmal bin ich klein. Ich kann oval, rund oder eckig sein. Mich kann man kaufen oder selber machen. Ich bin immer ganz unterschiedlich. Ich bereite viel Freude. Geschmückt bin ich mit schönem Papier und einer Schleife. Die Lösung kriegt ihr dann morgen.